Okay, ein Kampeli, ein Halb. Okay. Bitte. Okay, Gott. Sommer. Was ist mit Jess passiert? Wo ist die? Da. Oh. Du hast du schon mal besser getötet, ehrlich. Sag Bescheid, wenn du ein Feuerzeug. Hab sie im Visier! Scheiß Psycho! Wen hast du jetzt? Egal, einsteigen. Bist du jetzt drin? Ja. Wir steigen hoch. Orientieren uns. Da ist er. Da will ich hin. Dafür investiere ich die Raketen, die ich hier noch habe. Einmal mitten in sein hässliches Gesicht. Statuen, wenn die richtig geil gemacht sind, finde ich richtig geil. Aber von dem Kindermörder, das sein eigenes Kind umgebracht hat. Falls du in der Nähe von Josephs Statue bist, das Ding ist hohl. Ja genau, die Sekte nutzt sie, um Waffen und Munition zwischenzulagern. Wenn ich du wäre, würde ich das Ding irgendwie in die Luft jagen. Geil! Das geht? Das Ding ist hohl. Yes! Nimm das, du Drecksvater! Ja! Yeah! Hier ist Tracy. Hier kam eine Meldung, dass irgendein Vollhonk ihre hässliche Statue kaputt macht. Das musst du sein. Ich mag, wie du denkst. Jetzt pass auf dich auf. Da kommen noch mehr Peggys in deine Richtung. Das ist mir so scheißegal. Falscher was? Prophet. Zerstöre die Vaterstatue. Na, aber sicher doch. Ey, man kann dein Werk bis zum Gefängnis sehen. Und tschüss, du betritt die Statue. Ey, falls du mehr Ärger machen willst, ich hab ne Idee. Faith hat ihre persönliche Kopie von Josephs Gebrabbel in der Statue versteckt. Geh doch mal rein und verbrenn sie. Zeig ihr, was passiert, wenn man sich mit den Falschen anlegt. Jetzt bräuchte ich die Spur mal hier. Jeden sehr. Geil, man kann die Statue zerstören. Ist das mega. Dann kann man bestimmt dieses hässliche Yes-Schild auch zerstören. Komm. Okay, wir waren beschossen. Von was? Beziehungsweise von wo? Die Anzeige ist nicht so genau. Der Stasor scheint keiner mehr zu sein. Das ist so geil, dass man die zerschießen kann. Wo denn? Helikopter ist es nicht. Da ist noch einer. Der hat sich erledigt. Das war ein Sekten-VIP-Mitglied. Da drüben, siehst du? Nein, sehe ich nicht wirklich.
In der Richtung. Da ist noch einer. Tja, bei dem Schwung ist er draufgegangen, ne? Okay. Wir gehen jetzt rein. Geil. Das ist richtig geil. Nee. Leitern nach oben ziehen, kräftig. Hier. Du entkommst mir nicht! Verrecke da einfach. In Position. Ich glaube, die sind jetzt alle gespawnt, weil es war die ganze Zeit jetzt keiner mehr in der Statue. Genießen das natürlich. Du bist tot, verdammt! Okay. Augen auf, ich komme! Hebel? Ja. Augen nach oben, da kommen ein paar Helis auf dich zu. Sollen's kommen. Alles klar. Deine Mutter allein. Oh. Dann halt so. Wenn man Raketen ausweist, kriegst du eine Kugel. Das sitzt beim ersten Mal. Ich weiß schnell den Tresor auf. Vergiss es, mich versuchen. Ich glaube, der Vater ist angepisst. So geil, hier interagieren wir. Das freut mich. Wir haben den seine Scheißstarter zerschissen. Willst du mich verarschen? So. Dann wir selbst wird lesen. Josephs Vision. Ein mächtiger Aufruhr für die Nationen der Menschen erzittern lassen. Blut wird die Erde drängen und die Schreine der Gerichteten werden sich erheben zu einem Chor der Qualen. Das Schwert der Rechtschaffenheit wird die Härte ausdünnen und die Zweifler zerschmettern. Und aus der Asche dieser großen Ausrichtung sollst du deine Familie führen, auf dass sie wieder zu den Engeln werden, die sie einst waren. Palava, Palava, Palava. Mehr ist es nicht vom Vater. Erste Hilfekasten ist voll, das freut mich. Auf geht's zur nächsten Etage. Müssten es aber bald geschafft haben.
diese Etage wird gecheckt. So. Panzerfaustmunition ist wieder vollständig. Das freut mich. Dann wird hier ein bisschen geklettert. Noch ein Tresor. Ich muss noch nie die anderen Sachen eigentlich angeguckt bei dem zweiten Waffenrad. So. Oh Gott, das war nichts für mich. Dieser sieht geil aus, aber wenn man Höhenangst hat. Nee. Danke. Boah. Hier? Wo? Wo denn? Sniper, so wie es aussieht. Hier? Wow. Ja, hier. Boah. Wie hoch? Ja. Und da ist seine scheiß Bibel. Let it burn. Falscher Prophet, abgeschlossen. Was hast du getan? Seine Worte. Hast du eine Ahnung, was er mir antun wird? Er wird dich schlachten. Er wird dich hinrichten. So wie du es verdient hast. Das war einfach nur wunderschön. Joseph Seed wird sich in die Hose machen. Und Faith kriegt Hitzeballon. Die wird sich für das verbrannte Buch und die kaputte Statue verantworten müssen. Super Aktion. Okay, irgendeiner schießt auf uns. Nee, ich wollte hier runterspringen. Du hast also die Schreine gefunden, die Faith errichten ließ. Da. Sie liegen alle entlang ihres komischen Pilgers. Was? Nein! Treiben sich immer diese verfluchten Peggys rum und huldigen diesem verfluchten Joseph. Wieso lässt du sie nicht... Das war der Sprung des Todes. Der Kollaps steht kurz bevor. Aber das wissen wir ja schon. Dann halt hier noch einmal runter. Ui. Genau. Und wir werden immer noch beschossen. Hey, Rookie, ich möchte Kurve fliegen. Du hast also die Schreine gefunden, die Faith errichten ließ. Die liegen alle entlang ihres komischen Pilgerpfads. Und dort treiben sich immer diese verfluchten Peggys rum und huldigen diesem verfluchten Joseph. Wieso lässt du sie nicht alle zur Hölle fahren? Lass nur noch Staub von diesen Scheißschreinen übrig. Falsche Götz. Falsche Götzen. 4 von 16. Negativ. Ihr werdet keinen mehr finden. So. Ich hoffe, das waren jetzt die letzten Anhänger. Sie können ja hier hingehen und als Trauer hierher pilgern, weil die Statue ist definitiv im Arsch und das freut mich. Ich glaube, hier hat ich eigentlich meinen Helikopter abgestellt, kann das sein? Wir sind dann hier rein. Ich möchte das gerne mal genießen. Das war sein komischer Arm da. Das müssen wir uns anschauen. Tut mir leid, aber Stellungswechsel. Müssen wir uns gönnen. Und der Helikopter ist weggespawnt. Das ist so nervig. Okay. Feindlicher Helikopter. Den haben wir vom Himmel. Ich noch nicht mehr gesehen, du Flachkopf vom Pilgerer. Stellungswechsel. Jazz ist da oben. Natürlich. Hm.
Nee, das ist ja die falsche Waffe. LOL. In Deckung gehen sie doch anders aus. Zack, das war's schon. Der Rest erledigt sich von selbst. Ach, grandios. Da scheinen immer noch welche unterwegs zu sein. So. Das war mal Josephs Statue. Die ist jetzt im allgemeinen Zustand. So. Unterwegs. Ich bedauere es nur, dass legen wir los. Da ist noch einer. Da ist tatsächlich noch einer. Ich rücke vor. So, das war's. Hoffentlich. Gut, wir gucken auf die Karte. Geil, wir haben die Statue komplett in den Arsch geschissen. Hier ist noch ein Buch. Das können wir mal hingehen. Da haben wir noch ein Feuerzeug, noch ein Buch. Und dann könnten wir hier rüber gehen. Wir veranstalten einen Überraschungsgrillfest für hirntote Kultisten im Trailerpark. Wow. Nicht gleich so viele Informationen auf einmal vielleicht. Das ist ganz schön weit weg. Okay, wenn man hier fährt. Hier haben wir noch einen Außenfeuer. Ja, wir haben viel zu tun. Wir folgen auf jeden Fall erstmal diesem Weg hier. Weil hier muss es noch ein Fahrzeug geben. Da gibt es auch noch Tiere. Ach. Wenigstens eins. Weil wir brauchen ja auch Geld. So. Haben wir hier nicht ein Fahrzeug? Guck mal hier. Du bist verloren. Du Dreckstück. Psst. Hat keiner gesagt. Aha, hab dich. Hä? Hier. Ist gut, Puma. Ist gut. Beruhig dich. Ein Bär, ist klar. Willst du mich verarschen? Warum kommen diese Hallo-Tiere? Ich verstehe es nicht. Wir entfernen uns, ja. Ich möchte aber das Fahrzeug haben. Deswegen rutsche ich jetzt hier runter. Zack. Finde und zerstöre die... Achso. Oh. Habt ihr überlebt? Habt ihr überlebt? Jetzt wollten wir eurem Gesang mal beiwohnen und dann kommt so ein blöder Wolf. Oh, es tut mir leid. Trotzdem noch einen schönen Tag, ja? Schön, dich zu sehen, Kollege. Hey. Da ist es. So. Und los geht's. Vom Wolf gejagt. Müssten euch gerade durch. Dass so eine gute Idee ist, bezweifle ich. Oh! What the f... Was geht denn hier ab? Tut mir leid. Lass Tracy aus dem Spiel. Die gehört zu uns. Tut mir leid, Jess. Du musst laufen.
keine Zeit zum Warten. Hast du Glück gehabt. Scheiße, oh, nein! Danke. Nee. Oh, der lebt doch noch. Schieß! Jetzt kann man es plündern. Ah, Squad lebt noch. Gott sei Dank. Nein. Tja. Diese hässlichen Angels oder was das ist. Ich würde gerne jetzt erstmal hier hin düsen wollen. Nein, ich bin schon dabei. Buch müssen wir verlegen. Aber hier soll es ein Feuerzeug geben. Das ganze Wasser ist mit Pliss verseucht. Man sieht richtig die Wolken. Oh Mann. Und da ist gleich ein Sektenaußenposten, den wir uns vornehmen können. Au, 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 au. Vorsicht, au. Wo ist mein... Ah, Kinders, wir sind direkt daneben. Dann absteigen. Bestimmt hier in der Hütte. Da, ja. Oh, es kommt mir bekannt vor. Sind wir jetzt dran vorbeigerutscht? Oh, jetzt aber, pst. Ah, süß. Kannst du mal die Klappe halten? Okay, das ist das Feuerzeug. Süß. Dass es noch ein bisschen Frieden und noch ein bisschen Liebe gibt auf dieser Erde. Gefällt mir. So, da hätten wir das Feuerzeug. 5 von 12. Fehlen noch 7. So, gibt es hier noch irgendwas zu ergaunern? Erste Hilfe ist voll. Noch ein Tresor. Wer da noch eigentlich? Kann ich das? Ja, danke. Sehr schön. Wenigstens etwas Geld noch abkassiert. Geht doch. Es lohnt sich. So. So geil, die haben die Peggys hier umgebracht. So geil. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gerade ein Audio-Problem. Okay. Wir gehen dahinter. Da müssen wir hin. Das können wir laufen. Sie machen einfach immer mehr von dieser verdammten Rohre. So, Boomer, du kannst schon mal vorgehen. Secret Skies Jugendlager. Hier sehen wir es noch ganz genau, dass das Bliss auch hier in dem Wasser drin ist. Ja, Boomer, das ist dahin. So, der Alarm ist schon mal deaktiviert.
Gab's mal die Schaufel ins Fressbrett. Das ist immer noch nicht. Immer noch nicht. Da ist noch einer. Der hat das natürlich mitgekriegt. Da ist der Alarm. Der ist ausgeschaltet. Das ist noch so ein Angel. Jetzt! Secret Skies Jugendlager befreit. Cheers, Boss, ihr habt es euch verdient. Wow, da fällt ein Quad vom Himmel. Ich kenne kaum einen von hier, der als Kind nicht mindestens einen Sommer im Secret Skies Ferienlager war. Ist eine ziemlich altmodische Anlage. Und dann kam Eden's Gate und verwandelte alles in ein einziges Horrorhaus. Aber wenigstens kann die Sekte hier keine Drogen mehr herstellen. Danke, Rookie. Das gibt's doch nicht. So, was ist eigentlich mit diesen... Kann man das nicht eigentlich mal abfackeln oder so? Oh, das wirkt sofort, ne? Hey, wartet mal. Ne? Na, es brennt nicht wirklich, schade. Also ich glaube nicht, dass es die vernichtet, zumindest. Gottverdammt, ein Puma? Das gibt's doch nicht. Was denn für ein Puma? Hat die gesoffen? Egal. Hier ist noch irgendwas drin. Wie das klingt, geil. Oh doch, es täuscht das oder ist es Blatt zumindest geworden? Das ist doch schön. So. Voll, voll, voll. Lesen. Hört das Wort, der Pfad nach Eden stellt. Steht allen jenen offen, die Faith folgen und den rechten Glauben haben. Schließt euch ihrer Priesterarte damals schon mal. Ein Schrein wieder. Okay. Hm? Ich würde sagen, es brennt schon. Oh, weit. Es hat immer noch seine Wirkung. Wir brennen es trotzdem nieder. Zur Beruhigung. Deine Mutti. Da sehe ich einen Helikopterplatz. Hier haben wir noch 5 neue Orte entdeckt. Okay. Alles Faith. Alles Blisspflanzen hier. Du hast also beim Gefängnis geholfen. Natürlich. So, wir gucken einmal wegen der Munition. Die Schweine teuer aus. Beute verkaufen. Machen wir wenigstens etwas Kohle. So, und wir haben hier einen Helikopterlandeplatz. Das ist nice. So, wir gehen jetzt mal zu der Kirche. Das war knapp. Danke für deine Hilfe bei der Verteidigung. Na, aber sicher doch, Betty. Alles klar. Da bist du ja! Los jetzt! Ich suche mir eine höhere Stellung! Bleib so.
Dann merkst du es nicht, wenn es knallt. Nice! Ach, was du immer überall hochklettern musst.